Müssen wir mal gucken, ob die dann. Eigentlich müssten die ja. Da sein, genau. In die Richtung oder. Ja, in die Richtung, gut. Hier bleibe ich jetzt natürlich auch nicht mit, aber naja, auch nicht so schlimm. Und dann legen wir das irgendwie hier außen rum. Dann passt das. Hier machen wir auch mal lieber dicht. Damit hier auch nichts hinkommt. Das wäre nicht so geil. Warte mal, machen wir auch so mal, genau. Das ist natürlich jetzt schlau, wenn ich mir den Weg jetzt nach oben jetzt schon zubaue. So. Und dann irgendwann kommt das da so hin. Warte mal, starten wir mal kurz einen Testlauf. Warte mal, ich habe genug Platz für Fackeln. Ob denn da auch einige spawnen würden. Stellen wir es mal hier hin. Ja, das werte ich mal als ja. Gib mir eine Redstone-Fackel. Habe ich mit, gut, habe ich mit. Oh nein. Schlägt mich sogar, warte mal. Ich habe ein Schwert aus der Hand gelegt, klugerweise. Mit dem Abtransport mache ich das ja noch anders, mit dem Abtransport der Zombies. Ach Quatsch. Nochmal da so und. Das war so gut. Und zwar. Machen wir einfach mal. Können natürlich auch mit Schildern machen. Oder wir machen einfach erstmal die Decke zu. Bis wohin geht denn das Wasser jetzt genau? Bis hierhin. Könnten sie nach hier gespült werden. Oder so. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Wir mal hier. Warte, wie sind wir denn jetzt? 36? Uiuiui. Ziemlich tief. Ich werde jetzt einfach mal hier stupide nach oben bauen. Ich weiß, in Minecraft sollte man sich hier nach oben bauen. Okay, ich mache es einfach mal so. Damit ich auch wieder runterbauen kann. Ich auch sehr, wo ich bin. Damit ich dann gucken kann, wo ich das Häuschen hinbauen sollte. Tut mir leid, falls man jetzt nicht sieht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, keine Fackeln mit. Natürlich auch sehr schlau, welche bin ich 51? Na gut, so lange ist nicht mehr. Da ist irgendwie Gravel, das finde ich nicht so geil. Aber sowas mag vorkommen. Das ist irgendwie Höhle. Sowas mag auch vorkommen. Da ist Erde. Das ist, glaube ich, schon mal gut. Und Sandstein, das ist glaube ich nicht so gut. Ich glaube, ich bin direkt an der Grenze rausgekommen quasi. Ja, hier. Dann kann ich hier das Häuschen machen. Passt ganz gut. Aber erstmal gehe ich pennen. Damit ich noch mehr so ein Creeper-Gezüppel ankommt. Blöder Penner. So. Und wie ich das dann alles drin mache und so, muss ich nochmal gucken. Und einen Hebel sollte ich mitnehmen. Ach ja, Repeater ich ja doch gemacht. Ich bin ja schlau. Schlau wie sonst was. So schlau, dass ich einen Schluck trinken muss. Da müsste ich nicht, aber weil ich es kann, mache ich es und so, ne? Oh, es blendet so schön. Ich mag das. Ich mag jetzt sehr. Jetzt genau, jetzt kann man gleich mal gucken, ob hier auch wirklich alle Lampen leuchten. Es erweckt aber den Anschein. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, Tür zu. Und schlafen.
Habe ich irgendwas mit, was ich nicht brauche? Ja, die Massikasse, die Massi. Ob ich davon schon welche? Ich glaube, die habe ich bisher nie mitgenommen, wirklich. Vielleicht die zu sonstiges gepackt. Daraus könnte ich eigentlich auch irgendwann mal was bauen, aber naja, ich weiß nicht so genau was. Ja, da habe ich so einen. Wusste ich doch, dass ich irgendwo schon mal welche hatte. So, aber ich würde sagen, dann bauen wir jetzt erstmal da oben ein kleines Häuschen hin, das dann den Weg nach unten geht. Hau ab, Creeper. Ich habe dich nicht gesehen, da hast du mich auch nicht gesehen. So handhaben wir das einfach. Das ist nie geschehen, dass wir uns begegnet sind. So. Ah, es fällt mir sich auch allgemein mal wieder abwerten. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Das ist schon wahr. Warum brennt das Skelett nicht? Ah, danke. Ich wusste doch, da ist was faul. So, der Eingang zu der Monsterfalle muss ja nicht wirklich groß sein. So, und die ist quasi hier. Jetzt mal, welche Richtung denn? Ich will tatsächlich erstmal nochmal nach unten bauen, um zu gucken, wie genau das war. Hui. In welche Richtung die noch nicht ausgerichtet ist. In diese. Gut zu wissen. Schmeißen wir die Erde weg, so. Kann ich mit Stein doch schon mehr anfangen. Okay, wenn man immer einzeln abwechselnd drückt, geht es einfach, als wenn man einfach nur gedrückt hält. Aber ich hatte es jetzt trotzdem gerade gedrückt. War doch immer. Ich bin ja schon oben. So, dann machen wir das Haus einfach mal. Da ist so hinten. Oh, wusste gar nicht, das geht so. Da in der Mitte kommt dann die Treppe runter. Schon vergessen, welche Richtung das war. Oh, egal. Machen wir einfach hier, kommt der Eingang hin, dann da so, da so. Huch, da so nicht. Das Haus verschwindet dann quasi so halb im Berg. Denke ich mal, mache ich so. Und wirklich mehr als so ein kleiner Eingang muss es nicht sein, weil ich hier wirklich dann nur die Treppe oben habe. Also, ne? So. Ich denke mal, so könnte man das auch mit den Fenstern handhaben. Huch. Jetzt, wie gesagt, nicht viel. Aber das sollte erstmal reichen. So, dann gucke ich natürlich, wie ich das mit der Verzierung auch mache. Muss hier alles seine Richtigkeit haben. Hier so ein Ding hin. Und da. Dann kommt hier noch so eins zwischen. Und da. Dann kommt da oben nämlich schon das hier hin. Obwohl, na gut, was war, was, wie das hier ist, müssen wir mal gucken. Das sieht man dann sowieso nicht. So. Muss ja alle seine Richtigkeit haben. Fackeln habe ich jetzt natürlich. Oh, doch, 5 habe ich noch. Na gut. Stimmt, ich hatte ja am Spawner welche dran. Wo hatte ich die denn hingepackt? Ach, Quatsch, genau, die hatte ich ja anders hingepackt. Ich jetzt wieder den gleichen Fehler mache, wie letztes Mal auch, also wie im Zeitraffer. 300er Folge. Ach, krass, bald kommt schon die 400. Ist schon heftig, wie schnell das geht. Ich bin jetzt schon bei irgendwas in der 360. Bis 360 war es nach der letzten Aufnahme-Session. Session, genau, Session. So. Dumm, die dumm, dann machen wir mal da so hin, ne? Hier der Stein. Machen wir auch nochmal so. Klar, warum nicht? Ist vielleicht ein bisschen too much. Aber was soll's. Ist jetzt einfach nur ein kleines Häuschen. So, drin setzen wir mal kurz eine Werkbank hin. Und zwar einfach schmucklos dahin. Und machen ein paar. Ach, Quatsch. Damit kann ich ja schon mal anfangen. Und zwar müssen wir nach hier außen. Ne?
War doch so. Ich glaube schon. Ich fürchte schon. Ne. Fackeln hole ich mir dann später irgendwann noch ein paar. Ja, scharf, ich sehe dich. Drin müsste ich eigentlich dann auch wieder mit Dingsens und so machen, ne? Ich das halt immer so gemacht habe. Mit den Redstone-Lampen. Huch. Aber naja. Ich jetzt nicht so die Lust drauf momentan. Kann ich hier einfach diesen hier machen. Huch. Ist jetzt wirklich nur was ganz Kleines, wie ihr schon seht. Ist ja auch nur ein kleiner Eingang. Das sollte halt reichen. Bin ich der Meinung. Da kann ich eigentlich auch den... aber wenn ich nur alles aus Stein mache, ist ja auch langweilig. Na, mal gucken. Vielleicht doch. So. Da haben wir schon wieder das ewige Sorgesage, dass ich ja doch schon etwas innehabe. Warum schläft er am Block? Da, so, das finde ich jetzt nicht so geil. Aber naja. Dann brauchen wir ein paar Treppchen. Hier drin ist ganz schön düster. Würde ich mal meinen. So, mal die Decke aus den Steingezuppel. Huch, da sollte nicht unbedingt ein Stein hin. Ob ihr es mir nun glaubt oder nicht. Und da sollte 2-9 aber noch nicht, sondern erst jetzt. Ah, Alter. Was baue ich denn hier für einen Scheiß zusammen? So, nehmen wir kurz hier nochmal alles so ein bisschen raus. Na, mal gucken, eigentlich würde es ja wirklich reichen, wenn ich dann hier... ja doch, ich da... nur so ein ganz kleiner Untergang ist. Sollte hier vielleicht fängt dann so die Treppe an. Ja, ein paar Treppen mache ich mit sehr gut. Von denen zumindest. Von dieser Sorte. So. Aber ich wollte eigentlich ein paar davon machen. Und wenn es zu viele sind, ist auch nicht so schlimm. Die kann man bestimmt immer mal wieder gebrauchen. Ah, sehr gut. Auch richtig geklappt. Huch, weg damit. Gras wollen wir auch nicht haben. So. Weg, weg. Ah, da sind schon welche. Mal schnell hier hin und dahin. So. Das war's dann auch schon. Ja, na, wie die anderen Häuser halt quasi. Von der Verzierung her. Ein bisschen kleiner. Nicht so schlimm. Den Boden machen wir einfach dann aus diesem Stein. Erstmal was. Nein, nicht Schwert vorhalten, essen. So. Vielleicht etwas schmucklos, aber naja, ist ja halt wirklich nur eine kleine Monsterfalle zwischendurch so. Ich hoffe mal, da kommen dann noch ein paar mehr Zombies dann noch raus. Außer immer nur so zwei auf einmal. Natürlich praktischer, wenn man da drin noch ein paar Spawner mehr hätte. Auch wenn es vielleicht irgendwie da ein bisschen eng wäre, aber so. Dann fange ich hier schon mit den Treppen an. Ist die Frage. Machen wir so, ja. Und dann wird das hier die Säule um, wie das immer geht. Huch. Erstmal durch den Dreck. Werden wir zwar viele Treppen brauchen.